sicherlich ein schöner Ballwechsel und dennoch sind bei diesem Ballwechsel Schwächen nicht zu übersehen. Dieser Treibschlag gut, aber hier, dieser Volley, da muss sie den Punkt machen. Und hier Elfmeter für Jennifer Capriati ins Aus. Die Stadt Breck Chance, Vorteil, Spielball, Sabatini zum 4-0. 18 Minuten gespielt. Tschüss. Wenn Sabatini angreift, dann muss das richtig stimmen. Richtige Länge und druckvoll. Ansonsten wird sie wie eben gnadenlos von Capriati passiert. Aber jetzt die Breakchance für Jennifer Capriati, um in dieses Match, in diesen ersten Satz hineinzufinden. Das erste Spiel zu machen, ein Rebreak zu schaffen. Die Chance ist da. Ja, da dachte Capriati, da würde Fehler gegeben werden. Schaut sich die Aufschlaglinie an, aber der Linienrichter hat nichts gesagt. Erstmal spielen, Jennifer. Scheinbar doch. Oh, der ist schön. Aber auch da kommt die Amerikanerin ran. Und der? Oh, der ist erfüllt. Oh. Und der geht zum Mond. Der Ball kommt gar nicht wieder, oder? Doch, da ist er. Ich habe hochgeschaut, Jennifer mit. Der war oben auf der Kupole. Und das wäre was gewesen, wenn dieser Ball gar nicht wiedergekommen wäre. Tschüss. Immer wieder wie hier. Wir sitzen in der Zeitlupe versucht. Sabatini das Tempo, den Druck rauszunehmen mit ihrem Rücken Slice. Und da erkennt die Amerikanerin zu spät, dass der Ball ins Feld gehen würde. Zwei Breakchancen nicht genutzt. Zum vierten Mal Einstand. Sicherlich auch noch verbesserungswürdig der Aufschlag insgesamt gesehen von Sabatini. Der ist zu harmlos und diesmal geht Capriati da richtig ran. Und knallt ihre Gegnerin, das konnte man auch hören, den Ball um die Ohren. Breakchance zum dritten.
Er läuft einfach alles, aber er kann sie den Ball nicht mehr richtig steuern. Aber konsequent ist Sabatini vorne geblieben. Tschüss. Vater Stefano. Sieht er bekümmert aus. Ja, er kam zu sehr auf den Körper. Den Ball konnte sie nicht mehr richtig steuern. Vorteil zum fünften. Entschuldigung, Einstand zum fünften. Ivano Sabatini. Hat Capriati gehabt. Reimann hat sie Spielball gehabt. In diesem vierten Spiel des ersten Satzes. Tierney, sonst Stuhlschiedsrichterin, heute mal am Netz beschäftigt. Die Dame aus Atlanta, kann man schon prophezeien, wird sicherlich Chefschiedsrichterin bei den Olympischen Spielen 96. Second. Ah, wieder dieser zweite, das ist nichts bei Sabatini, da macht die Amerikanerin das Spiel. Also da hat Carlos Kiermaier noch etwas zu tun. Vierte Breakchance für die Nummer 7 der Weltrangliste, 7 hier der Setzliste bei diesen Masters für Jennifer Capriati. Der vierte oder fünfte kapitale Fehler. Amerikanerin mit der Vorhand. Bringt sich selbst damit mit diesen Fehlern um alle Chancen. Ja, so rum geht's. Das andere war Zeitlupe rückwärts.